Willkommen zurück zum Mafia. Am nächsten Tag ging ich wie verabredet zu Pauli. Hier wohnt also Pauli. Ja, im letzten Part haben wir erfahren, dass Salieri uns nur benutzt hat. Leider. Und was jetzt, Tom? Warum hast du deine Meinung plötzlich geändert? Ich dachte, du wolltest es nicht tun. Das war, als ich noch daran glaubte, Salieri würde uns nicht benutzen. Jetzt weiß ich, dass er es tut. Da hast du sicherlich recht. Also willst du die Bank überfallen? Was ist mit Sam? Hey, du hast ihn doch gehört. Er hat Angst, dass was passieren könnte und der Don hinter uns her ist. Stimmt. Wenn du es also tun willst, sind wir nur zu zweit. Also was sagst du dazu? Ich will mir zuerst die Bank ansehen, dann höre ich mir deinen Plan an. Gut. Wir können sie uns sofort ansehen. Okay, gehen wir. Wozu eigentlich? Ich meine, ich werde mich schon zurechtfinden. Naja, Sam wird nicht mitmachen, weil er ein Schisser ist, weil er ein Pussy ist. Und ich finde, die Wohnung sieht ein bisschen aus wie Vitos Wohnung aus. Also Vito aus Mafia 2. Und ich dachte eben, das wäre das Badezimmer. Egal, gehen wir. Ich mache schön die Tür zu. Aber das ist wirklich eine mickrige Wohnung. Ich meine, ich dachte, wir wären reich. Ist doch egal. Gehen wir. Wo ist der Ausgang? Na? Wo ist der Ausgang? Butsch, butsch, butsch. Hier. Und wir spielen die Mission Der Nebenjob. Nur ein kleiner Nebenjob. Komm mit. Wir nehmen den Zug. Ist nicht weit. Wir fahren mit dem Zug. Warum kein Auto? Ach, meinetwegen. Wir fahren mit dem Zug, weil die Entwickler das wollen. Gut. Einmal nach links gucken, einmal nach rechts gucken und nochmal nach links gucken. Oder war das andersrum? Na, willst du mich überfahren? Willst du mich überfahren? Hä? Ich wollte gerade wegspringen! Dumm! Nochmal. Ach, scheiß drauf, Leute. Wir sehen uns da vorne bis gleich. Wir fahren mit dem Zug! Wir fahren mit dem Zug! Den Zug habe ich euch noch nie gezeigt, oder? Hallo. Oh, diesmal aber nicht. Nein, diesmal lasse ich mich nicht überfahren. So. Und wir sind im Zug. Ist das nicht cool? Die Straßenbahn von innen habe ich euch noch nicht gezeigt, oder? Kommt noch. Kommt alles noch. Nachdem ich das Spiel durch habe, werde ich euch noch den Freifahrt-Extrem-Modus zeigen. Und da fahren wir ein bisschen Straßenbahn. Na, Pauli, du bist ja kleiner als ich. Und? Wie geht's dir so? Bis auf die letzten paar Jobs nichts Spannendes. Aber mein Kind ist mir Spannung genug. Weißt du, irgendwie beneide ich dich. Ich suche mir auch eine Frau und mache dann viele Kinder. Ich fange mit meinem Leben ja nichts Anständiges an. Die Frau nennt sie wieder Partys. Das wird mir langsam zu langweilig. Das Problem ist, dass ich nichts anderes kenne. Die Menschen wollen sich immer verändern. Alle wollen Abenteuer und Reichtum, wie sie das aus Filmen kennen. Unsere Geschäfte sind ja nicht gerade spannend. Ich muss immer Geschäfte aushandeln und darf nicht schriftlich festhalten wegen der Bullen und so. Also muss ich mir immer alles merken. Ich bin keine 20 mehr und werde vergesslich. Ach so, wir müssen gar nicht aufsteigen. Oh, Glück gehabt, dass er jetzt nicht losgefahren ist. Pauli ist cool. Ich mag Pauli. Ich finde ihn viel cooler als Sam. Bauarbeiter. Ja, ich finde es cool, hier einfach aus dem Fenster zu gucken und die Stadt so ein bisschen zu beobachten. Alle arbeiten. Wir arbeiten auch. Wobei, wir haben keine Arbeit mehr. Wir arbeiten nicht mehr bei Salieri, müsst ihr wissen. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Denn Salieri hat uns benutzt. Na gut. Ich werde schneiden und wir sehen uns, wenn wir da angekommen sind. Also bis gleich. Puh, endlich sind wir da. Downtown. Wir sind echt lang gefahren, müsst ihr wissen. Okay, wo geht's lang? Wo ist die Bank? Oh mein Gott! Alte Frauen im Boden! Oder auch nicht. Okay, gehen wir. So, die Bank sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Oh mein Gott, ein Polizist. Wie lustig, ich habe dich abzuknallen. Aber ich habe keine Waffe. Pauli, kommst du? Pauli, mach mal ein bisschen hinne hier. Wir gucken uns nur die Bank an. Das heißt, wir fahren wieder zu Pauli und dann fahren wir wieder zur Bank. Aber diesmal mit dem Auto, glaube ich. Mit dem Auto wären wir viel schneller hier, Pauli. Aber nein, du wolltest ja Zug fahren. Wir fahren Zug. Na, ist doch egal. First National Bank. Bank. So. Ich gehe schon mal vor, ne? Du brauchst mir zu lange. Gleich kommt, du hast Pauli aus den Augen verloren. Das ist ja dumm. Och, toll, ich muss erst auf Pauli warten. Bam, habt ihr das gesehen? Das war die Macht des Schneidens. Yeah. Mach auf. Hä? Was ist hier also?
Nicht zu groß und nicht zu klein. Schau mal rein. Gut, rein da. Der Nebenjob. Das ist also die Bank. Ja, ich finde die schon relativ groß. Guten Tag. Tagchen. Ja, bitte? Ich möchte $5 abheben. Okay, wir fangen im Vorraum an. Willkommen. Wir laufen rein und rufen, dass es ein Überfall ist. Die beiden Wachen geben bestimmt. Geht's noch lauter, Pauli? Aber wenn Sie mutig sein wollen, schalten wir sie aus. Sobald sie aus dem Weg geräumt sind, holen wir uns den Schlüssel für den Safe. Wir müssen die Waffe das heißt. Fragen, das wo er war's. Ist. Sie sehen keinen Cent mehr von mir. Ihre Zungen schon locker. Du gehst sein. Durch die Tür hinterm Schalter, wenn du den Schlüssel hast. Leck mich doch! Die Tür führt zu einem Gang. Rechts führt eine Treppe nach. Also, ich finde den Kelly gerade viel interessanter. Aber das finde ich ja geil, ne? Paul steht hier und schreit rum, ja, also mit dem Überfall, das machen wir so. Wir klauen uns den Schlüssel und... Nein, niemand hört dich. Niemand. Wenn du den Schlüssel hast, gehst du direkt zum Safe. Ansonsten musst du ihn dir oben besorgen. Im Untergeschoss sind wahrscheinlich noch mehr Wachen. Mit denen musst du allein fertig werden, während ich oben nach dem Rechten sehe. Unten findest du den großen Safe, den du aufschließen musst. Dann schnappst du dir die Kohle und haust ab. Das ist alles. Okay. Los! Lass uns von hier verschwinden. Okay. Gut. Das war's. Wir haben uns die Bank angesehen und... Schönes Bild. Ja, kann ich irgendwas machen? Zeitung lesen? Mit dir reden? Gehen Sie bitte. Ich warte auf eine wichtige Besprechung. Ist ja gut. Ich möchte einen Freizeitpark in Hoboken bauen. Sie wissen schon, Sie müssen am Tresen fragen. Ballsaal, ein Kino. Sie müssen am Tresen fragen. Auch amüsieren können. Sie müssen am Tresen fragen. In Hoboken hat ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Das so etwas wo ist Pauli? Sehen. Tschüss. Ja, das war's. Hi, Pauli. Das ist hier aber nicht wirklich die Stadt, oder? Die Bank ist an das Holmes-Alarmsystem angebunden. Aber die Bullen brauchen trotzdem 5 Minuten, um hier zu sein. Wenn wir reingehen, haben wir also 5 Minuten, um alles zu erledigen und uns aus dem Staub zu machen. Ach, 5 Minuten? Wir brauchen noch einen Wagen. Von Ralf kriegen wir den nicht, den verpfeift uns an Salieri. Du musst uns einen guten, schnellen Wagen besorgen, Tommy. Das sollte für dich ja kein Problem sein. Nein, das ist kein Problem. Lukas hat bestimmt eine Idee. Okay, hol uns was Schnelles. Wir werden es brauchen. Wir werden nicht ungestört abreisen. Selbst wenn wir rechtzeitig aus der Bank kommen, können wir den Bullen in der Stadt begegnen. Und wie werden wir mit denen fertig? Okay. Wir fahren direkt zu einem namens Palermo Club. Mitten in Hoboken. Großartig. Dann haben wir noch ein Problem mit den Knarren. Ich habe meine eigene, aber du nicht. Du brauchst eine Kanone. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo du eine herkriegen könntest. Wo denn? Es ist recht weit weg. Am besten fährst du mit dem Zug. Steig hier ein und fahr nach Hoboken. Vergiss es, ich fahr nicht mit dem Zug. Steig Hoboken aus und lauf in Fahrtrichtung des Zugs weiter bis zur nächsten Kreuzung. Unter der Bahnstrecke verläuft eine Straße. Folge ihr und biege links in die nächste Straße ein. Da siehst du dann ein altes Kino namens Twister. Neben dem Seitenangang siehst du Yellow Pete's Laden. Sag ihm, ich hab dich geschickt. Er müsste was haben. Ich mach das jetzt. Ich besorge Waffen und ein Auto und dann komme ich bei dir vorbei. Ja, halt kurz vor dem Haus an und drück auf die Hupe. Der Hausmeister schließt immer die Tür ab. Ich komm dann sofort runter. Bis später. Bis später. Besorg einen Wagen und Waffen, dann fahr zu Pollys Haus und drück auf die Hupe, dann kommt er raus. Alles klar, Leute. So, Missionsziel Nummer 1. Hol dir bei Lukas einen Schlitten. Lukas, gib mir den Wagen. Hallo? Hey, Lukas. Ich brauche dringend ein verdammt gutes Auto. Wow, kaum zu glauben. Ich wollte dich gerade anrufen. Du kannst mir auch einen gefallen. Der ist aber auch das Auto wert, das ich für dich habe. Was brauchst du? Ich habe einem Typen eine Lieferung versprochen. Kann ich aus dem Laden weg? Kannst du das machen? Gut. Lieferungen sind was Neues für mich. Sorg dafür, dass dem Kerl nichts passiert, bevor er die Lieferung empfängt. Er muss sie weiterleiten und wenn ihm etwas zustößt, platzt der ganze Deal. Und warum sollte ihm was zustoßen? Ja, na, du weißt schon. Wäre ja möglich... Und wo finde ich den Kerl? Er wohnt unter der Hebebrücke in Richtung Downtown. Sein Name ist Dick. Sorg dafür, dass dir niemand folgt, wenn du es ablieferst. Hier ist es. Ich frag mich, brauche ich unbedingt den Wagen? Ich kann mir doch genauso gut einfach irgendeinen klauen. Naja, Pauli will ja Lukas lagen. Wagen, sorry. Und da bin ich auch schon. Habe ich hier eine Knarre? Ja, eine Colt Detective Special. Was? Oh mein Gott, wie viel Pech kann man haben? Ich wusste nicht, dass er ein Bulle ist. Ich habe nur ganz kurz meine Waffe ausgeholt und direkt verhaftet.
Ich bin echt ein Pechvogel, ey. Oh, okay, da bin ich wieder. Diesmal habe ich einen Bullen über den Haufen geschossen, damit ich Muni habe, aber ich habe nur noch 60 HP. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Es wird sehr, sehr schwer. Schöne Wand, nicht wahr? Hi. Heißt du Dick? Ja, mein Name ist Big Dick. Alles Big klar. Dick. Ich habe ein Big Paket Dick, ey, von geil. Lukas Dick. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht, nein. Ach ja, und wer sind dann diese Typen? Scheiße, Freunde. Also, dann zeig mal, was du kannst. Du auch, Big Dick. Du auch, und bloß nicht den Schwanz einziehen. Drümtsch. Aber erstmal nachladen, mit drei Schuss wird hier nichts. Warum rennt er dahin? Ist er dumm? Ne, der ist gleich tot. Wenn er stirbt, dann habe ich verloren. Oh, lad doch schneller nach, Mann. Ne, wenn Big Dick stirbt, das war's. Ach, mir reicht's. Gut. Hey, du bist besser, als du aussiehst. Du aber auch. Wie meinst du das? Ach, egal. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Also, gut. Dann grüß Lukas von mir. Das war's. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder bei Lukas. Bis gleich. Und da bin ich auch schon. Ich habe deinem Freund Big Dick mal geholfen. Hallo, Lukas. So, wo finde ich deinen tollen Wagen? Rede mit mir. Mein Gott, Lukas. Das war knapp. Was ist passiert? Sobald ich ankam, haben sich diese Typen auf uns gestürzt. Ist Dick okay? Hast du ihm das Paket gegeben? Ja, kein Problem. Wir haben die Typen abserviert und dann hat er es mitgenommen. Ach, zum Glück. Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe ein Präsent für dich. Ein amerikanisches Auto eines deutschen Herstellers. Yay. Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Na, das Risiko hat sich gelohnt. Wo kann ich es finden? Ich habe gestern gehört, wie ein Kunde sagte, er fahre um diese Zeit immer von der Oakwood Junior High School zu einem Treffen irgendwo auf Central Island. Folge ihm. Und wenn er parkt, nimmst du dir das Auto. Das Schloss ist dein Problem. Na danke. Aber natürlich kriegst du das ohne Probleme hin. Danke, Lukas. Ich bin gespannt. Okay, dann mal los. Oh, der Wagen fährt schon los. Scheiße. Gut, dann bleibst du jetzt schön stehen. Hast du kapiert? Dein Wagen gehört mir. Aber das ist ein wirklich netter Schlitten, muss ich sagen. So. Und ich hab, ihr seht ja, ich hab mich bei Lukas geheilt. Ich hab wieder 100. Lass die Knarre weg und kämpf wie ein Mann. Knarre weg? Du hast doch selber eine Knarre. Idiot. Also nimm die Knarre weg und dann will er mich mit einer Knarre bedrohen. Sehr schön. Gut, Leute. Und mit dem schönsten Wagen der Welt sind wir auch schon hier bei dem Waffenshop. Und holen uns ein paar Waffen ab. So, nachdem ich das gemacht habe, werde ich die Folge beenden. Ich weiß, es ist wenig passiert diesmal, aber naja. So, hier muss der Eingang sein. Nein, hier. Nein. What the fuck? Muss ich rein? Oder muss ich hier außen rum gehen? Hier? Yes. Hallo? Hallo? Ah. Was willst du? Pauli schickt mich. Oh, komm rein. Hallihallo. Das ist also der geheime Waffenladen. Okay. Er hat keinen Arm. Du hast keinen Arm. Egal. Gib mir Waffen. Also, Junge, was führt dich zu uns? Pauli schickt mich. Wir brauchen Waffen. Ah, Pauli. Ja, den kenne ich. Zumindest glaube ich das. Dieser kleine, launische Typ, oder? Genau das ist er. Arbeitet immer noch für Salieri? Ja. Na, dann grüß mir mal den alten Gauner. Klar, was die Waffen angeht. Ja. Was braucht Pauli denn alles? Gut. Ich will natürlich eine Thompson. Und ich will noch eine Thompson. Du hast die Waffe bereits. Gut, Das müsste alles sein. Gut. Ich will dich nicht länger aufhalten. Denk dran. Warte mal kurz, ich wollte nicht nur eine Thompson mitnehmen. Ja? Klar. Danke. Stopp. Ich will noch was. Was kann ich denn noch mitnehmen? Baseballschläger brauche ich nicht. US-Gewehr, du musst einen Gegenstand ablegen. Ach so, ja, okay. Die abgesägte Schrotte, den habe ich auch schon, deswegen war es das, denke ich mal, oder? Ja, mehr brauche ich nicht. Gut. Warte, die abgesägte Schrotte, die gebe ich Pauli und die Thompson behalte ich. Sonst ist doof. Pumpkin nehme ich noch mit. Und ein paar Schießeisen. Ne, geht nicht. Okay. Leute, würde ich sagen, ich mache hier erstmal Schluss und beim nächsten Mal überfallen wir eine Bank. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.